Lol. Hallo. Hi Leute, weiter geht's mit Uncharted. Genau, wir waren am Ballern. Mein Lieblingsabschnitt des Spiels ist, wenn man ballert. Da ist mein Kindersitz, da bin ich rausgefallen. Wir sind nämlich gerade Fallschirm gesprungen. Ich erinnere mich übrigens daran, dass ich damals als Kind irgendwie ziemlich lange einen Kindersitz brauchte. Und ich glaube, war das nicht sogar so, dass ich theoretisch immer noch einen brauche? Ich weiß es gar nicht mehr. Weil es gibt ja so eine Mindestgröße. Ach so, ja, aber da bist du drüber hinaus. Meine Oma aber es nicht. War ziemlich, es hat ziemlich lange gedauert, bis ich da drüber hinaus war tatsächlich. Und ich habe mich so geärgert. Und so ist das bei kleinen Leuten. Ja, und die Aufnahme läuft. Dankeschön. Dankeschön für den Hinweis. Es sind schon schreckliche Dinge passiert. So, silbernes Fischamulett. Süß. Wie die alle ihre Kinkerlitzchen liegen lassen. Ja. Frank? Ja, Peter? Ich habe mein silbernes Fischamulett verliert. Verlierort. 1,50 Meter ist die Mindestgröße. Ja, da bist du drüber hinaus. Ja, aber ich glaube, ich bin da echt erst mit 13 oder so drüber hinaus gewesen. Ich bestimmt auch. Bei mir war es voll albern. Ich bin sehr, sehr schnell gewachsen und war sehr groß für mein Alter mit 12 und oder so. Und dann hat es plötzlich aufgehört. Dann hat es einfach aufgehört und ich sehe, alle in meiner Klasse wurden größer und... Ich bin froh, dass du nicht so groß bist. Ja, ich kann ja auch damit leben. Ich bin es gibt froh. Schlimmeres, als klein zu sein. Das wirklich. Stimmt. Also, außer man ist halt sehr, 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 sehr klein, dann nervt das, denke ich, noch mehr. Ja gut, also ich rede jetzt nicht von kleinwüchsig. Weil das ist ja dann auch eine körperliche Behinderung. Der arme Tuckern, was hast du denn jetzt gegen den Tuckern? Ich wollte einfach mal gucken, ob man die vom Himmel schießen kann. Wenn man denn möchte. Also sie reagieren wenigstens. Doof wäre es, ja. Wenn sie gar nicht drauf wenn reagieren. Wenn sie einfach nur so, ich bin Stein 8, ich bin die Natur. Die Macht der Natur wohnt mir, ne? Du kannst mir nichts anhaben. Marco kauft in der Kinderabteilung alles außer Hosen. Nee, weil die braucht er ja nicht. Über welche Größe redet ihr gerade? Ich bin 1,75. Also es ist, wie gesagt, nicht sehr klein, aber halt auch nicht gerade groß. So. Und Mata... Ja, 1,59. Oh, shit. Wissen die, dass ich hier... Ja, offenbar. Ist das ein Ernst? Wie er halt tanzt. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Jetzt erstmal warten. Ja, ja. Das System ist mir bekannt. Oh, was war das denn? Das war ein Blindschuss, oder? Ja. Geil. Pro Marco tauchte kurz auf. Lugte kurz hervor. Nee, eben nicht. Okay. Bin schon angeschlagen, aber zum Glück regeneriert das automatisch. Nee, Eot. Also körperlich bin ich größer als 1,75 Meter. Ich meinte was anderes. Okay, hoch da. Hallo, weißer Bus. Brumm, brumm. Die Brachial-Kombo. Was macht... Ist das eigentlich ein Nahkampf? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, klar. Tu sie mal machen. Ich will mir das mal angucken. Da. Oh, Nathan. Bisa war auch ein guter Junge. Von wo? Ach, shit. Von falsche da. Richtung. Ach, ich freue mich so. Auf die ganzen Spielerichs. Also auf den zweiten Teil und den dritten Teil und den vierten Teil. Den weil den ersten kenne ich ja schon. Den sechsten Teil und den siebten Teil. Och, Granaten habe ich jetzt. Na gut. Wie werfe ich die? Oh, ach so, so. Nein! Oh Mann. Oh Mann. Die zweite habe ich leider ins Nichts geworfen. Achso, sagt uns Bescheid, falls jemand von uns, vor allen Dingen ich gerade, in mein Mikro atme. Weil ich mach das gerne immer ein bisschen näher ran. Beschwert euch darüber, dass Mata atmet, ja. Mata, du atmest. Hör mal auf. Hör mal bitte auf. Boah, da hat das Preview gerade geruckelt. Na. Ich hoffe mal, das Spiel nicht.
für jeden Schuss daneben Strafsaufen. Ich werfe dein. Sabal, du beide. Oh ja, geil. Atme mal ins Mikro. Oh. Nee, weil wenn Matta stöhnt, kostet das 20 Euro. Ach, die Sache. Ist jetzt albern. Naja, wir haben heute auf Twitch Fails jemanden gesehen. Auf Twitch Fails klingt, als wäre es eine Webseite. In so Twitch Fail Videos gesehen, wie einer für eine Donation in eine Mausefalle oder Rattenfalle gepackt hat mit der Hand. Mhm. Nichts anderes. Ich glaube, das ist schlimmer als stöhnen. Nichts anderes haben wir in Form von AOD getan. Ja, stöhnt auch wieder. Stöhnt auch wieder. So, es hört sich fast so an, als würde jemand schießen. Oh, ein neues Spielzeug. Ah, gefällt mir. Tut es nicht, weil wenn jemand 20 Euro spendet, dann kriegt er von mir maximal ein Leviosa. Aber das dann auch sehr inbrünstig. Weil das ist ja drin, ne? Inbrünftig. Inbrünftig, auch nee. Nee, keine Überraschung, ich mag das nicht. Oh shit! Komm hervor, Luca hervor. Okay, er ist schon tot. Wer? Ach da. Stimmt, wie viel gab's nochmal für meinen Hinterkopf? Ich glaube, das war mehr. Mein Hinterkopf war mehr wert als deiner, weißt du noch? Ja. Weißt du noch, als wir unsere Hinterköpfe prostituieren mussten, das war noch Zeiten. Okay, ich spiele ein. Ich kann sogar ohne Hände spielen. Matta ist viel besser als ich, die spielt sogar ohne Hände. Boah, was ist mit euch? Da kommen immer mehr von, die kann man ja von den Bäumen pflücken wie Birnen. Energiesparbirnen allerdings. Oh, scheiße, weg da, du bist gleich tot, wollte ich dir nur mal erstmal noch eine Panikgranate werfen. Der kann fliegen. Boah, da sitzt der weiße Rand, nervt mich gerade. Weißer Rand? Ja. Schon weg. Was war denn für ein weißer Rand? Von dem Chat. Weil der ging, ragte so in den nächsten Bildschirm rein. Chat, warum habt ihr einen weißen Rand? Okay, das war's hier, glaube ich, so. Rest in Tiles. Aber die scheinen echt eine Gegner-Klonfabrik hier in der Nähe zu haben. Ich weiß ja nicht. Aber daran wird man sich bei Uncharted tatsächlich gewöhnen müssen. Jo. Ups. Daran auch. Das ist dann so ein bisschen wie in Tomb Raider 2013, nur dass die KI hier ein bisschen intelligenter ist. Ja, was ein bisschen traurig ist für ein Spiel, das 8 Jahre jünger ist. 6 Jahre. Der verzierte Goldring. Es ist der verzierte Goldring. Eod, ich bin einmal gestorben in einem Kampf. Marco hätte doch auf Forscher spielen sollen. Ist das jetzt dein Ernst? Was soll der da erforschen? Deine schlechten Witze? Warum fällt mir sowas nie ein? Das war nicht gut. Ja, aber es war wenigstens etwas. Ich meine, ich komme mit... Ist das denn das? Das üben Herr, lass Hirn vom Himmel regnen. Das üben wir doch mal. Kann man hier durch eigentlich? Nee. Doch, kann man. Aber ich wollte erstmal gucken. Nee. Von wo aus schießen die denn?
Versuchen die durch die Wand zu ballern? Ja, Tatsache. Der weiße Bus hat auf jeden Fall auch eine Umweltplakette, wollte ich nochmal betonen. Also, ne? Das ist alles koscher. Nee, weg da! Alter, wie viele sind da gerade hochgegangen? Naja, ich habe eine geworfen. Der linke und der rechte haben beide eine geworfen. Simultan. Es ist synchron werfen. Gleich bist du. Ich wollte mal wieder Skillshots probieren. Aber nichts kommt an den ersten ran. Hier, jemand sieht mich. Oh, fuck. Die KI in The Last of Us war mir ja fast schon zu gut. Ja, echt, ne? Also, das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber es war echt, also ich war zu schlecht dafür. So weit muss man nicht von der Granate. Ja, so weit wie da, bis das Symbol verschwindet, so habe ich das verstanden. Ja. Aber besser zu weit als nicht weit genug. Das stimmt wohl. Gleich bist du. Das tat bestimmt weh. Nate, wollen wir doch hoffen. Nate. Sofort in Deckung. In Eorts Welt läuft das so, wenn man mindestens zweimal im Kampf stirbt, muss man den Schwierigkeitsgrad runterstellen. Wenn man minus zweimal im Kampf stirbt, muss man ihn hochstellen. Das klingt nach Eorts-Logik. So, ich nehme die als Sturmgewehr. Ich Schrotflinte gefiel mir jetzt nicht wirklich. Die ist auch, glaube ich, nur situationsbedingt gut. Ich glaube, in dem Spiel ist es besser, wenn man Leute erstmal gar nicht so nah rankommen lässt. Genug Cover ist ja da. Im Grunde genommen schon. Wenn man viermal sterbt, muss man eine Stunde AOD spielen. Oh, hört auf mit einem scheiß AOD, Mann! Das wird jetzt sowieso zitiert als: Ich hasse meine Zuschauer, Marco 2016. Ich sehe ihn, hier drüben! Nee, hier ist niemand. Das ist sein Problem dann. Ach, shit. Jetzt habe ich wieder die Schrotflinte ausgerüstet. So. Lustig wäre es irgendwie, wenn man in Uncharted so ein Easter Egg freischalten könnte, wo man Lara Croft spielen kann. Oder dass man sie erschießen kann als Gegner. Dass alle Gegner Lara Croft sind, das wäre mal nice. Mit musterdekorierter Silberring. Mit musterdekorierter. Jetzt gibt es schon ein Almanach, wie man zu zitieren hat. Das wird ja immer besser. Eher ein Almanach, wie man Zitate zu verfälschen hat. Ach, shit. Geht's denn jetzt lang? Da offenbar nicht. War gerade so ein Klingeln, so als gäbe es einen Tipp, aber irgendwie gab es keinen. Das Spiel weiß gerade auch nicht, wie es lang geht. Ah, ich sehe schon. Die Mauer wahrscheinlich. Das sieht ganz gut aus. Jetzt von hier aus darüber. Diagonalsprung. In der Schüssel. Ich hab schon einen Silberring. Ich hab sogar zwei Silberringe. Hörst du das Klingeln öfters? Würde mich untersuchen lassen. Man fängt erst mit einem Bleiring an.
Ja, dann hat sich das mit der Hochzeit auch schnell erledigt, was Fetzenwolf. Nun. Und zwar mit einem Nein. Nee, mit Bleivergiftung und Tod. Oder so. Das geht natürlich auch immer. Einfach in dem Ring eine Granate verstecken. Ich bin in meine eigene Granate reingelaufen. Da drüben ist er! Du bist aber auch eine Granate. Fuck, 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 wo ist der denn? Bop, 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 bop. Granate! Wir haben ihn! Was ist mit ihm los? Weil Silberringe ja auch so teuer sind. Ich hab die, glaube ich, schon seit ich 14 bin. Warum schießen die eigentlich, während ich in Deckung bin? Keine Ahnung. Sind ein bisschen doof, oder? Möglich. Oder Munition ist gerade im Sonderangebot. Vielleicht haben die auch unendlich Munition. Wahrscheinlich. Ja, natürlich. Goldener Jaguar. Was man hier für eine Scheiße findet. Goldener Atari Jaguar. Ich bin erst 3635 in meinem Kampf gestorben und soll einen Schwierigkeitsgrad runterstellen. Marco 2016. EOT 2016, ist das dein Ernst? Wen findet ihr schöner, Lara oder Nathan? Wir mussten jetzt schon 3536 mal deine Sprüche lesen. Wir stellen mal den Schwierigkeitsgrad im Chat runter. Das ist sehr zerstörungswütig. Hm. Also sie wollten mir das zeigen, aber keine Ahnung, was das so. Oh ja, jetzt kommt's. Da nicht lang, da lang, genau. Wobei das hier ging noch, aber gleich wird's lustig, wenn du über den Fluss musst. Es war doch ein Kapper dahinter. Das hat Hitler auch immer gesagt. Boah, das war gemein. Warum schießen der Bale auf mich? Oh Mann. Oh Mann. Ist das jetzt euer Ernst? Was soll denn das? Was soll denn das? Oh weia. Geht doch noch. Ist doch noch gut, der Nathan Drake. Ich glaube, daran werde ich viel Freude haben. Oh, Spike Guest. Er bekommt einen tanzenden Link. Und Spike Guest schreibt, wollte auch oben bei JJ sterben. Ich mach das mal lieber hier auf. Ja, mach das. Wollte auch oben bei JJ stehen. Und viele Grüße an alle. Schinken an alle. Hauptsache, ich lese Sterben vor. Dankeschön, Spike Guest. Sehr, sehr solidarisch von dir. Quack, quack. Wow. Das Spiel ist in Schwarz-Weiß? Ja, manchmal. Genau, das ist mir halt auch oft passiert an der Stelle. Du musst nicht darüber, sondern außenrum, genau. Ja, das habe ich tatsächlich geschafft. Ich bin nur nicht schnell genug weggesprungen. Ah ja, du musst echt die ganze Zeit gedrückt halten nach rechts. Also wirklich auch sofort abspringen. Ja.
Sterbi 18. Sterbi 18. Echt? Bist du jetzt wirklich schon 18 Mal gestorben? Boah. Also, das ist halt generell eine sehr erwachsene Zahl und ich finde es toll, dass du so, ich kann mich da nicht wieder rausreden. Du musst jetzt Noob rufen. Hui! Noob! Noob! Boah, er hat gedodged. Darunter. Nee. Rechts. Ja, ich weiß. So weit runter wollten wir nicht. Ich glaube doch. Ja, oder? Doch. Oh, was ist jetzt los? Rokelino? Jetzt geht's wieder. Strange. Nur jetzt springen. Non. Ja, an der Stelle bin ich oft gestorben. Okay, man kann dann schneller... Okay. Man kann wohl schneller sich hangeln, wenn man die X-Taste immer wieder drückt. Also schreibt Goliex. Keine Gewährleistung, dass das stimmt. Eort. Verdammt, der hat das System durchschaut. Ich hab fast 2 Stunden an den GIFs gesessen, ja? Nein, Spaß. So Mann. Geht's auch. So, jetzt wo das Teil weg ist, was mache ich jetzt? Geht das so? Nein. Ich bin einfach so gestorben. Das da unten ist Salzwasser, Marco. Ich merk schon. Salzwasser Crossing, ne? Ja. Rufus ist echt ein guter Sterbi-Counter. Hallo Osmose! Yay, wir haben dich schon vermisst. Hi Osmose! Hab also nichts verpasst. Hui! Ciao! So, jetzt musst du, glaube ich, nochmal schnell sein. Rüber, über das Auto. Wenigstens hat er sich entschuldigt. Im Wasser liegt der Uli-Schlüssel. Ja, ich versuche den Uli-Schlüssel die ganze Zeit zu bekommen. Es ist eine tricky Stelle. Also keine Sorge. Ja, aber wieder eine Folge, bei der du Kommentare auf YouTube deaktivieren musst. Dann ist es halt so. Es hat an der Stelle wirklich den Spielspaß verdorben. Für wen jetzt? Frage ich mich da. Tut mir leid, dass ich Torben bin, Marco. Hallo Gunther 16. Hi Gunther 16. Gunther. Gunther. Gantu. Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Oh, tote Sarah. Tote Sarah. Wer ist jetzt Sarah? Bot 1 Euro da und schrieb, Joel ist echt ein Arsch. Erst lässt er Ellie dauernd hängen und dann hat der nicht mal Nathan Schwimmen beigebracht. So ein Versager. Was hat der Mann eigentlich geschafft im Leben? Hallo Wim Hero. Oh, jetzt kommen aber viele Leute. Ja. Dankeschön, Tote Sarah. In der letzten Folge von Harry Potter habe ich die Kommentare ausgestellt, weil ich sehr angeklagt wurde wegen dem Bosskampf. Und das hat mich einfach genervt. Bin ich einfach... Also das war... Es kam halt nur Hate-Kommentare und darauf hatte ich keinen Bock. Du hast aber auch echt versagt an der Stelle. Nein. Trotzdem noch kein Grund, dumm rumzuhaten. So, auf jeden Fall, hier ist ein Strand. Die ganzen Hater sind auch hinter Nate her. Hater. Oh, da liegt was. Oder jemand? Ja, Sir Granate. Jemand. Das wird aufaddiert, Spikecast. Das, es sei denn, du spendest mit einer anderen E-Mail-Adresse oder unter einem anderen Namen oder mit einer anderen Zahlungsmethode. Oder nicht innerhalb von 8 Stunden.